Nein, warte, bitte, warum tut ihr das? Ich werde nichts sagen, das verspreche ich. Flehte Shyla, während sie versuchte, sich aus Jasons festem Griff zu befreien. Ich weiß, dass du das nicht tun wirst. Knebelt sie. Hi, mein Name ist Aaron. Ich werde hier für einen Moment aufhören und euch die Möglichkeit geben, unseren Kanal zu liken und zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken. Vertraut mir, ihr werdet nicht enttäuscht sein, wenn ihr diese Schritte befolgt. Jedes Jahr geht meine Klasse auf eine Exkursion. Letztes Jahr waren wir auf Jamaika, das Jahr davor auf Tobago und dieses Jahr haben wir uns für Wandern und Zelten an den Marakus-Wasserfällen entschieden. Ich bin eigentlich kein großer Freund der Natur, aber 7 Tage mit Dala, meinem Schwarm, zu verbringen, war es definitiv wert. Als wir am späten Freitagabend auf dem Campingplatz ankamen, bauten wir unsere Zelte auf und saßen um ein Lagerfeuer und brutzelten Marshmallows. Herr Haynes und Frau Taylor, unsere Betreuer, informierten uns über die Regeln und was sie von uns auf diesem Ausflug erwarteten. Ich schaute zu Dala hinüber, die mit ihren Freundinnen Brooke und Charlotte und ihren Freunden Steven und Jason saß. »Du weißt, dass du bei ihr nie eine Chance haben wirst, oder?« sagte Blake, mein bester Freund, als er sich neben mich auf den Baumstamm setzte. Ich gluckste, »Ich fühle, etwas Besonderes liegt in der Luft. Es könnte Glück sein.« »Oder du könntest einfach nur ein Schwachkopf sein«, sagte Blake und lachte. Er fuhr fort. »Ich wette, dass du wie immer von hier weggehen wirst, ohne auch nur ihre Telefonnummer zu kennen. Und ich wette, dass ich nicht nur ihre Telefonnummer bekommen werde, sondern auch einen Kuss. Du weißt doch noch, wie du auf Jamaika und Tobago gekniffen hast, oder?« »Vertrau mir, dieses Mal wird es anders sein.« Am nächsten Tag nach dem Frühstück dachte Herr Haynes, es wäre eine gute Idee, eine Wanderung zu machen. Er teilte uns in Teams ein und zu meinem Glück wurde ich mit Dala eingeteilt. »Du darfst nirgendwo ohne deine Teamkollegin hingehen«, sagte Herr Haynes, bevor er die Führung bei der Wanderung übernahm. Das war für mich völlig in Ordnung. »Hey«, sagte ich, als ich mich neben Dala einreihte. »Hey«, lächelte Dala mich an. Wir gingen ein paar Minuten schweigend weiter, dann sagte sie leise, »Du weißt, dass es in dieser Gegend spuken soll, oder? Ich bin nur wegen einer Mutprobe hergekommen.« Sie schaute sich nervös zwischen den Bäumen um, während wir der Gruppe weiter folgten. »Was meinst du, was spukt hier?« fragte ich mit einem verwirrten Blick. »Montehago. In der verlorenen Höhle des Montehago sollen alle Schätze liegen, die er je gestohlen hat. Sein Geist beschützt den Schatz«, sagte Dala, während sie ihre Hand auf meine legte, um uns von der Gruppe abzubremsen. Sie bewegte ihre Hand nicht von meiner und es machte mir nichts aus. In diesem Moment fiel etwas vor uns von einem Baum und Dala schrie auf, ließ meine Hand los und fiel rückwärts. Es war eine Schlange. Die Schlange an sich schien mehr erschrocken zu sein als wir und schlängelte sich davon. »Geht's dir gut, Dala?«, fragte Frau Taylor. Ich half Dala auf die Beine und sie zuckte zusammen. »Ich glaube, sie hat sich den Knöchel verletzt«, sagte ich zu Frau Taylor. Blake kam auf uns zugelaufen. »Hey, seid ihr in Ordnung?« »Sie hat sich den Knöchel verletzt, sie muss zurück ins Camp«, sagte Frau Taylor. »Wir gehen gerne mit ihr zurück, stimmt's, Shayla?« Blake sah seine Teamkollegin an und sie nickte zustimmend. »Okay, wir sind in Kürze zurück, ich gehe voraus und suche Herrn Haynes, damit wir die Gruppe zurückbringen können.« Die vier von uns nickten. Dala legte ihren Arm um meine Taille und ich legte meinen Arm über ihre Schulter, um sie zu unterstützen. Blake lächelte mich verschmilzt an und gab mir ein Daumen-Hochzeichen, ohne dass Dala und Shayla es bemerkten. Mein ganzes Gesicht lief rot an. »Ich kenne eine Abkürzung zurück zum Camp«, sagte Dala nach ein paar Minuten. »Ich denke, wir sollten auf der Route bleiben, von der wir gekommen sind«, sagte Blake. »Ich denke, eine Abkürzung wäre vielleicht eine bessere Idee, damit wir zurück zum Camp kommen, bevor ihr Knöchel völlig angeschwollen ist«, sagte ich und sah Blake an. »Lasst uns darüber abstimmen.« »Was sind wir, 6?« »Ich denke, es ist eine gute Idee«, sagte Dala und lächelte mich an. Blake räusperte sich und sagte, »Alle, die dafür sind, die Abkürzung zu nehmen, erheben die Hand.« Shayla, Dala und ich hoben unsere Hände. Blake sah nicht erfreut aus. »Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist«, sagte Blake und wandte sich an Dala. »Aber geh voran.« Nachdem wir ein paar Minuten gelaufen waren, fragte Blake, »Warum kommt es mir so vor, als würdest du uns vom Lagerplatz wegführen, statt zu ihm hin?« »Ich kenne diesen Weg wie meine Westentasche, glaub mir, so ist es kürzer.« Dala warf ihm einen Blick zu. »Wir müssen nur den Hügel hinauf und der Campingplatz ist auf der anderen Seite.«
Wir blieben am Fuß des Hügels stehen und sahen uns an. »Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist?« fragte ich Dala. »Mit deinem Knöchel und so.« »Ich bin ein großes Mädchen, ich werde das schon schaffen«, sagte Dala, während sie mir einen Kuss auf die Wange gab. Blake rollte mit den Augen und schaute mich ungläubig an. »Lasst uns eine Trinkpause einlegen«, sagte Blake. Ich half Dala, sich auf einen Felsen zu setzen, und Shayla setzte sich neben sie. Blake zog mich ein Stück von den Mädchen weg. »Das ist eine schlechte Idee. Glaubst du wirklich, hinter dem Hügel ist der Campingplatz?« zischte Blake leise. Bevor ich antworten konnte, rief Dala mich zu sich. Ich schüttelte den Kopf über Blake und ging auf Dala zu. »Kannst du mir bitte diese Wasserflasche in meinen Rucksack stecken?« fragte Dala süß, während sie mir mit den Augen zuzwinkerte. »Klar, kein Problem.« Ich öffnete den Reißverschluss von Dalas Tasche und als ich die Wasserflasche hineinstellte, bemerkte ich einen kleinen Teil einer Landkarte, der aus dem inneren Teil ihrer Tasche ragte. Abgelenkt vom Gespräch mit Shayla, bemerkte Dala nicht, als ich die Karte nahm und in meine Tasche schob. »Hey, Leute, die Natur ruft, gebt mir ein paar Minuten«, sagte ich und sah Blake unbehaglich an. Ich ging von der Gruppe weg und als ich dachte, ich sei weit genug, öffnete ich die Karte. Ein eingekreistes Gebiet stach mir sofort ins Auge. Es war die verlorene Höhle von Monte Hago. Mir wurde plötzlich übel, als ich ein ungutes Gefühl in meinem Magen breit machte. Blake hatte recht. Dala hat uns in die falsche Richtung geführt. Ein Schrei erfüllte die Atmosphäre und ich schob die Karte in meine Tasche und rannte zurück zu den anderen, aber bevor ich sie erreichen konnte, schlug mir etwas auf den Kopf und ich fiel bewusstlos um. Ich wachte auf, als mir jemand Wasser ins Gesicht schüttete. »Es ist Zeit, aufzuwachen, Schlafmütze«, sagte Jason. Ich versuchte, mich auf das zu konzentrieren, was vor mir lag, aber mein Kopf pochte. Als sich meine Sicht klärte, erkannte ich Steven, Brooke und Charlotte, die etwas entfernt von uns kauerten. »Was ist dein Problem, Jason?«, sagte ich, während ich mich gegen die Seile wehrte. Ich schaute mich um und sah, dass auch Blake und Shayla gefesselt waren. »Ihr wisst, dass ihr damit nicht durchkommen werdet, oder?«, rief Blake wütend. »Und warum denkst du das?«, sagte Dala, während sie sich vor Blake bückte und mit dem Finger über sein Gesicht fuhr. Dala drehte sich zu mir um und sagte, »Du hättest auf deinen Freund Aaron hören sollen.« Sie lachte und ging auf ihre Gruppe von Freunden zu. Ihr Knöchel war in Ordnung, sie hat die ganze Zeit nur so getan. Steven kam rüber. »Okay, Leute, es ist Zeit aufzustehen. Wir müssen zur Höhle, bevor die anderen anfangen, uns zu suchen.« Blake, Shayla und mir wurde auf die Beine geholfen, während wir den steilen Hang hinaufgeschoben und gezerrt wurden. Nachdem wir etwa 30 Minuten lang gelaufen waren, kamen wir endlich an den Eingang einer Höhle. Er war kaum zu sehen, da Ranken am Eingang hingen. Dala und die anderen holten ihre Taschenlampen heraus und schalteten sie ein, bevor sie die Lianen auseinanderschoben und die Höhle betraten. »Warum sind wir hier?«, fragte Shayla nervös, als sie sich in der Höhle umsah. »Nun«, sagte Dala, »laut der Geschichte brauchen wir ein Opfer, um die Höhle zu öffnen und ein Opfer, um wieder herauszukommen. Du glaubst doch nicht wirklich, dass wir uns jetzt gegenseitig opfern würden, oder?« sagte Dala und deutete auf ihre Freunde, die mit ihr lachten. »Du hast uns wegen einer dummen Geschichte hierher gebracht?«, fragte Blake. »Es ist nicht irgendeine Geschichte«, knurrte Dala. »Monte Hago war mein Ur-Ur-Urgroßvater.« »Aber warum wir? Wir haben euch doch nie etwas getan«, rief ich. »Ihr glaubt also, dass ihr besser seid als jemand anderes? Warum solltet ihr es nicht sein? Wer glaubst du, hat den Direktor überzeugt, uns diesen Ausflug zu erlauben? Ich gebe dir einen Tipp, es war nicht Herr Haynes oder Frau Taylor«, kluckste Dala. »Ich glaube, wir haben ihn gefunden«, rief Steven. Wir erreichten den Eingang zu einem anderen Teil der Höhle. Die Steintüren waren mit eingravierten Bildern versehen. Ich schaute nach oben und bemerkte, dass ein Käfig neben einem Sims stand. »Bringt sie auf den Vorsprung und werft sie in den Käfig und vergesst nicht, die Kette und das Vorhängeschloss zu benutzen«, bellte Dala Befehle an Jason und Brooke. Shayla schrie und wehrte sich, als sie sie auf den Vorsprung zerrten und in den Käfig stießen. Blake und ich wehrten uns gegen die Seile, als wir Dala und ihre Schläger aufforderten, aufzuhören. »Nein, wartet! Bitte, warum tut ihr das? Ich werde nichts sagen, das verspreche ich«, flehte Shayla, während sie versuchte, sich aus Jasons festem Griff zu befreien. »Ich weiß, dass du das nicht tun wirst. Knebelt sie, ich kann das ganze Gejammer nicht ertragen«, verlangte Dala. Als Jason und Brooke mit Shayla fertig waren, schoben sie den Käfig vom Vorsprung. Die Höhle rumpelte, als sich die Tür öffnete. Der Käfig wurde als Flaschenzug benutzt, um die Tür zu öffnen.
Die Tür öffnete sich langsam und Jason und Steven zerrten Blake und mich in die Höhle. Sobald wir eintraten, knallte die Tür zu. Ich bemerkte die Juwelen nicht, die um mich herum verstreut waren, da ich mir mehr Sorgen um Shayla machte. Darla, wollt ihr sie etwa da draußen lassen? Rief ich. Nun, sie hat ihren Teil getan. Siehst du das alles nicht? Fragte Darla, während sie ihre Arme in die Luft hob und herumwirbelte. Okay, Leute, lasst uns unsere Taschen mit so viel füllen, wie wir tragen können und dann nichts wie weg hier. Hey, flüsterte Blake. Dreh dich um und lass mich sehen, ob ich deine Knoten lösen kann. Wir müssen von diesen Widerlingen wegkommen und Hilfe holen. Wir müssen Shayla aus dem Käfig holen. Rücken an Rücken arbeitete Blake an meinen Seilen, während ich Darla und den anderen beim Befüllen ihrer Taschen zusah. Als meine Seile locker waren, löste ich schnell die Fesseln von Blake. Wir bewegten uns langsam hinter einigen großen Vasen, die auf der anderen Seite der Höhle standen. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, flüsterte ich Blake zu. Mein Herz klopfte und meine Beine fühlten sich wie Wackelpudding an. Wie sollen wir hier rauskommen? Ich bemerkte, wie ein Schatten über uns fiel und schaute schnell auf. Hast du das gesehen? Was gesehen? Ich habe einen Schatten über uns gesehen. Was, wenn wir verfolgt werden? Und wie sind sie hereingekommen, Aaron? Schau, da drüben ist ein kleiner Durchgang. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen und nicht auf die Schatten, okay? Ich nickte und folgte Blake langsam durch das Labyrinth aus Juwelen und Goldmünzen, das unseren Weg säumte. Wir schlüpften unbemerkt durch den Durchgang. Als wir die andere Seite erreichten, atmeten wir beide erleichtert auf. Wir müssen weitergehen, wir müssen Hilfe holen, sagte ich. Blake nickte zustimmend. Blake und ich hatten keine Taschenlampe dabei, weil wir unsere Taschen am Fuß der Hügel zurückgelassen hatten. Zum Glück haben sie nicht daran gedacht, unsere Telefone mitzunehmen, also haben wir zuerst Blakes Telefon benutzt, um Licht in den Tunnel zu bringen. Als wir das Ende des Tunnels erreichten, kamen wir zu einer großen Steintür, wie die am Eingang. Sie hatte den gleichen Vorsprung und den Käfig am oberen Ende. Verdammt, sagte Blake, wie kommen wir jetzt raus? Wie wäre es, wenn ich in den Käfig gehe und sobald sich die Tür öffnet, rennen wir beide los? Ich glaube, das ist eine sehr schlechte Idee. Das wäre in der Tat eine sehr schlechte Idee, sagte Darla. Erschrocken wirbelten Blake und ich herum. Dann passierte etwas, das mich umgehauen hat. Darla ging auf Blake zu und küsste ihn. Ich erwartete, dass er sie aus dem Weg schieben oder zumindest so tun würde, als würde er es nicht mögen, aber Blake ließ sich ganz darauf ein. Als sie sich schließlich voneinander lösten, lachte Darla über meinen Gesichtsausdruck. Oh, du wusstest nicht, dass Blake hier zu uns gehört? Blake ist derjenige, der uns geholfen hat, die Höhle zu finden und herausgefunden hat, wie sie funktioniert. Ja, das stimmt, Aaron. Du warst für ihn nur ein Köder, lachte Darla bedrohlich. Es tut mir leid, Aaron, aber es war ein hartes Jahr für meine Mutter und die Bank will das Haus übernehmen. Es tut mir leid, Mann, ich konnte das nicht zulassen, entschuldigte sich Blake. Ist das jetzt dein Ernst, Blake? Sagte ich wütend, während ich auf Blake zustürzte und ihm ins Gesicht schlug. Blake und ich wälzten uns eine Weile auf dem Boden. Okay, das reicht jetzt. Es wird Zeit, dass wir das hier hinter uns bringen. Packt ihn, rief Darla. Blake sah mich mit einem Grinsen im Gesicht an, aber das war nur von kurzer Dauer, da die Angst sofort über sein Gesicht wusch. Darla, das war nicht Teil des Plans, sagte Blake, während er sich gegen Steven und Jason wehrte, die ihn fesselten und auf den Vorsprung zerrten. Pläne ändern sich, sagte Darla, während Jason Blake knebelte und ihn in die Höhle schub. Siehst du, wir können niemanden gebrauchen, der uns wegen Shayla verpfeift, also ziehen wir es vor, alle losen Enden zu beseitigen, die wir haben, lächelte Darla. Es tut mir leid, dass es so sein musste, Aaron, aber ein Mädchen muss an ihre Zukunft denken, sagte Darla, während Steven mich diesmal mit Schloss und Kette fesselte und knebelte. Viel Spaß, Jungs, sagte Darla, während sie Jason signalisierte, den Käfig vom Vorsprung zu schieben. Die Tür knallte zu und wir wurden in der Dunkelheit zurückgelassen. Ich wusste, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis die Luft in der Höhle ausgehen würde. Ich saß da, besiegt und wartete. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Erreicht 15.000 Likes für dieses Video und wir veröffentlichen Teil Nummer 2.